So Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich weiß, ihr habt mich gar nicht vermisst, aber ich bin wieder am Start und zwar heute mit dem Titel, ihr seht es schon selber, einen Tag lang Handytausch. Lane weiß noch von nichts, deswegen werden wir gleich zu ihr gehen und einfach sagen Handy her. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Vielleicht hat sie ja irgendwas zu verbergen. Eigentlich mag ich dieses Format sehr, sehr. Okay, ich würde sagen, wir gehen gleich zu Lane und schnappen mir einfach das Handy weg. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like, aktiviert die Glocke. Es kommt jetzt auf jeden Fall wieder jeden Sonntag ein YouTube-Video. Ich weiß, heute ist jetzt Mittwoch, aber jeden Sonntag kommt ein YouTube-Video. Ich wollte nur einfach, weil ich letzten Sonntag es vergessen habe, jetzt heute eins hochladen. Aber damit ihr Bescheid wisst. Und natürlich, jeden Tag versuche ich 20 Uhr auf Twitch zu streamen. Ich habe gerade eine Schiene drin, deswegen rede ich so komisch. Aber erster Link in der Bio. Lasst gerne ein Abo da, verfolgt die ganzen Livestreams, verpasst dort nichts. Ist mega, mega nice. Und der zweite Link, da haben wir einen Gaming-Kanal, da werden immer jeden Tag Daily Uploads hochgeladen. Lasst uns auch ein Abo da und ich würde sagen, wir gehen jetzt zu Elaine und klauen ihr das Handy. Let's go! So, Baby, einmal Handy her. Handy her. Warum? Ich habe jetzt einen Tag lang dein Handy. Muss ich dazu nicht Ja sagen? Nein, musst du nicht. Und du kriegst meins. Ich bin gespannt, was du für Nachrichten den ganzen Tag bekommst. Oh Mann, mein Handy ist viel spannender als deins. Warum? Meinst du Angst haben? Hä? Spannender? Einfach mal, dein Handy ist voll langweilig. Die schreiben nur irgendwelche Leute, um eine App zu erstellen. Wer schreibt dir denn? Meine Mädels. Period Slay Girl. Green. So, wir gucken mal. McDonald's App. Aha. Aha. Ready Play. Was ist Ready Play? Oh, lächelt. Hä, was? Was ist Ready Play? Cool, jetzt kann es losgehen. Trage den Spielercode ein. Spiele mit auf der großen Leinwand. Ah, das Spiel ist ein Spiel, eine App, damit kann man im Kino, so bevor der Film anfängt, spielen. Ice Strip! Was? Ice Strippen oder was? Ich gucke, was du so im Laufe des Tages für Nachrichten bekommst. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Gucken jetzt, ob du mir was zu verbergen hast. Oh. Ja, ja, ich hab dich im Auge. Du lachst ja, du weißt ja, dass du was zu verbergen hast. Sie weiß ja einfach, dass sie was zu verbergen hat. So, Freunde, wir sind jetzt hier so ein bisschen gerade einkaufen und ich sehe gerade, Elaine hat die erste Nachricht bekommen von der Managerin. Mal gucken. Hey Elaine, kannst du dich dringend zurückmelden? Der Kunde wartet auf Feedback zu deinem Content, ansonsten wird der Deal wohl platzen. Ja, okay, aber... Was denn? So, da hört der Spaß ja auf. Nee. Und ein Deal platzen lassen, damit du den Spaß, wenn du ein YouTube-Video hast. Ja. Geil. Freunde, hier. So krank. Baby, es tut mir leid, Mann. Aber wir machen das Handy einfach aus. Alles klar. So Leute, wegen ihm habe ich einen 5000 Euro Deal verloren. Und deswegen gucken wir jetzt mal, was wir so auf seinem Handy finden. Wo gehen wir denn mal hin? Ich gehe mal Instagram. Was er da so Schönes treibt, ohne dass ich das weiß. Okay, jetzt sieht erstmal noch ein bisschen langweilig aus. Wir gehen mal in die DMs. Was wir da so finden. Aha. Interessant, ich zeige euch das mal. Also vielleicht sind sogar ein paar von euch gerade in seinem YouTube-Video einfach drin. Ja, sieht nicht so spannend aus. Aber... allein was hier steht, hier lutscht... also krank. Scheiße, ich muss hier jemand antworten. Hier. Oh, nee, dem antworte ich nicht. Ich habe wirklich nichts gefunden. Dieses Instagram ist cleaner als clean. Nein, Leute, ich habe eine bessere Idee. Es gibt bei TikTok eine Funktion. Da kann man schauen, was für Videos er angeguckt hat. Okay, mal gucken, ob ich ihn jetzt auseinandernehmen kann. Ich hoffe, mit dieser Information zerstöre ich keine Beziehung hier. Also an alle Mädels. Aufrufverlauf. Aha. Aha.
Interessant. Ja, damit konfrontieren wir ihn mal. Schatz? Schatz! Was denn? Kannst du mir was erklären? Was ist los? Hier sind einige Frauen, die du dir angeschaut hast. Siehst du, nein. Baby, das ist Aufrufverlauf. Das ist for ja, you. Das ist alles, was du dir angeguckt hast. Das ist ein Aufrufverlauf. Also hast du nichts dazu zu sagen? Baby, das ist for you. Alles klar. Ich geh einfach nur durch. Und ich geh aber so deine durch. For you ist ja nach dem bestimmt, was dich interessiert. Okay. Ich interessiere mich für Tanzvideos. Ja. Sehe ich doch hier gerade. Ja, manchmal kommen Frauen. Was soll ich machen? Du guckst es dir aber anscheinend an. Nein! Dann skippe ich weiter, aber es kommt ja trotzdem. Das sieht mir hier nicht nach nur Skippen aus. Baby, das ist doch einfach nur. Okay. Ich schau mir sowas an. Ja. Ich schau mir sowas an. Ja. Also, hä? Okay, weißt du was? Weil nein. Du das gemacht hast, weil du jetzt das gemacht hast, weißt du, was ich machen werde? Ich wollte es eigentlich nicht machen. Ich werde jetzt deine Mädchengruppe verlassen. Das war's. Du kriegst keine Freunde mehr. Keine Mädchen mehr. Nur noch mich. Hallo. So. Hallo, du darfst nicht. Das ist so, hä? Das ist das Spiel. Ich verlasse jetzt die Mädchengruppe. Also. Hör auf. Keine Mädchenfreunde mehr. Aber ein Tag lang. Da halten wir uns immer abgedatet und so. Ja, ich weiß. Ihr wollt euch sogar heute treffen. Heute nicht. Gruppe verlassen. So. Keine Mädchenfreunde mehr. Nur noch mich. Die, du weißt schon, nur noch das Hallo, hier. Hallo, die denken jetzt einfach, ich mag die nicht mehr. Ja und? Jetzt bist du komplett nur noch meins. Barber? Was willst du jetzt machen? Ich schreibe deinen Barber. Was willst du denn schreiben? Hallo. Nee, hallo schreibst du nicht. Barber. Elaine ist so toll. Sie ist die beste Frau der Welt. Ich bin doch richtig gespannt, eigentlich, wie er reagiert, um ehrlich zu sein. Schreiben. Du kannst doch nicht mal Hörer schreiben. Mann, er wird doch direkt Diese, merken. Was mir passieren konnte. Sie ist. Wer ist A? Was? Wer ist A? Warum A? Steht A. Wer ist das? Soll ich rangehen? Nein, warte mal, also, Mann, das ist ein Kumpel von mir. Ich geh ran. Hör auf! Ich geh ran! Hör auf! Warum drehst du so durch? Wenn es ein Kumpel ist, kann ich ja rangehen. Ist ja nicht schlimm dann. Nein, gib her. Guck mal hin. Ey, Schwarz, was ist Asuti hier? Hallo? Ey, Asuti! Hallo? Hallo? Es ist Asuti! Ey, sie dachte irgendwie, sie ist durchgedreht. Sie sagt so, ey, wer ist A und so? Ja, sie sagt so, ey, wer ist A und so? Soll ich rangehen? Ich so, nein, nein, gib mal her jetzt und so. Hey, Affäre. Ja, Affäre. Alles klar. Heute 20 Uhr Stream? Ja. Okay, dann Leute, 20 Uhr Stream, alle Link in meiner Bio, abonnieren. Mann, Baby, ich fand wirklich, du warst heute ein bisschen inaktiv. Machen wir mal eine Insta-Story. Von mir oder von dir? Nee, von mir. Ich bin ein Muffeltier. Ich bin ein Muffeltier. Gefällt dir nicht so, oder? Nein. Okay, scheiße. Aber ich lass es drin. Hey, er hat geantwortet. Hat er geantwortet? Zeig mal. Sag mal, was ist denn los mit dir? Hast du was angestellt oder warum bist du so nett? Bist du sonst nicht so nett, oder? Doch, Mann, ich erzähl dir. Wie redest du denn sonst über mich, wenn Doch, ich bin nur nett zu dir, Mann. Warum wundert er sich, dass du so nett bist? Ja, das ist ja zu nett. Guck mal, was du geschrieben hast. Das ist ja einfach nur die Wahrheit. Dann schreib das. Noch. Warte mal. Wie willst du jetzt bezahlen? Das ist ja einfach frech, ne? Aber du darfst nicht rein.
das ist voll peinlich mit dir. Ja, mach. Ey Leute, sie geht halt echt rein und bezahlt aber mit meinem Handy. Oh mein Gott, sie macht es halt wirklich. Hast du jetzt echt mit meinem Handy bezahlt? Ja, eine Transaktion. Frech, frech. Irgendwas muss ich heute noch machen. Es ist so frech. So Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo und die Glocke aktivieren für sonntags. Jeden Sonntag um 18.30 Uhr kommen neue YouTube-Videos. Jetzt, Leute, könnt ihr euch drauf verlassen. Wirklich. Jetzt. Ich zieh durch. Ich bin YouTuber. Ich werde YouTuber. Nicht so wie andere sagen, dass ich irgendwie kein YouTuber bin und irgendwie voll irrelevant bin. Aber ja, Leute, vielen, vielen Dank für euren letzten Support. Der ist einfach geistkrank. Selbst auf Twitch, obwohl es nicht mal unsere Main-Plattform ist, haben wir da schon über 400 Subs. Das ist echt geistkrank. Es macht mega viel Spaß. Wir sehen uns, Leute. Ich liebe euch. Ciao.